Moin Moin und willkommen zurück zu Richtig Mario Kart 8. Ich bin nicht alleine, sondern mit den AP Mario Party. Moin. So, und wir machen heute was für die Zukunft wichtig ist. Ja, wir machen jetzt den Online-Modus. Ich habe mit ihm das gerade abgeschnackt. Auf Zwei-Spieler-Modus musst du drücken, gell? Ja, da musst du jetzt mal hingehen. Muss ich klicken, gut. Verbindung, so. Mach mal. Ja, Verbindung. Ich drücke jetzt mal A. Sehr schön. Aha, toll, guck mal, das ist mein Wii. Yeah. So, einmal mein was? Benutzer? Edge. Ich will jetzt Gast sein. Gast! Guck mal, Gast B. Ich spiel mal mit Gast B überall. So, wir sehen jetzt hier den Online-Modus. Und die Tony Boys, die hier rumfliegen. Freunde und Mitspieler oder Turnier. Bei Global könnte man jetzt sich ein paar Regeln aussuchen, tatsächlich. Und dann. Ja, mach du mal. Ja, ich übernehme einfach mal das Gamepad, dass ich es hier rennen kann, man spielen, Schlacht. Und auch mit eigenen Regeln, das funktioniert dann so, dass man sich auswählen kann, in welche Geschwindigkeit, wie viele Items, also Panzer, Bananen, Pilze, Bob-Ombs, nur Münzen, ohne Items und Münzen oder Furios, das heißt alles und viel zu viel davon. Alles und viel zu viel davon, bloß nicht! Alle Fahrzeuge oder nur Kart-Spikes jeweils und Steuerungsart kann man entweder Bewegungssteuerung, das heißt man kann jetzt nicht den Vorteil des Gamepads nutzen, den ich habe. Ich spiele immer persönlich lieber mit Gamepad, weil es viel einfacher ist. Oder Steuerungsart. Schwachsinn, was ich hier rede. So, und das andere ist halt wie normal für 12 Spieler online. Anstatt bei 1000 Punkten. Das Ganze geht einmal global oder regional. Da weiß ich nicht, ob es auf Deutschland bezogen ist oder jetzt noch auf die europäischen Länder gemeint ist. Ja, was auch immer. Wer weiß, die Toadie Boys fliegen hier rum. Yeah. Ja, Toads im Weltall, ne? So. Toads im Weltall! Dann haben wir Freunde und Mitspieler von der Freundesliste oder ja, wie auch immer. Sieht ja, du bist ja auf meiner Freundesliste. Ja, ich bräuchte die Seite. Und ein Turnier, und genau das haben wir vor. Ja. Mit euch. Erzähl, ja. Was denn ist. Ja, also das Turnier findet statt am, ich hab's so aufgeschrieben. Ist? Während der Turnier ist auch mal. Ja. Ja. Wir wollen unbedingt wir wollen das Turnier. Keine persönlichen Informationen vermeiden, die anderen Spielern unangenehm sind. Ja, alles wird gut. So. Also. Das Turniersymbol würde ich mal sagen. Guck mal, was wir alles hier so haben, ne? Ja. Kann ich auch sowas hier. Also, ich würde aber gerne 50 fahren, aber wir haben uns so auf 100 geeinigt. Ja, genau, deswegen bleibt dieses Symbol auf 100. Wir können auch ein 100er Symbol nehmen. Genau, Turniernamen. Das ist das. Ich denke mal, deinen Namen wollen wir da haben. Ne? Wir können das gerne immer und dann den Tag hinschreiben. Du darfst maximal 5 Zahlen nutzen. Ach so! Wir können auch einfach mal ein Testturnier schreiben. Oder, nee, ja. Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt sonst hingeschrieben, 27. Juni. Das geht nicht. Ja, deswegen... Kannst du mal versuchen, aber sie... Nein! Nein, 27. Okay. Nein, weil ich darf nur... Ja, sonst gibst du einfach nur Immon ein und dann machst du ein Minus. Also Immon und dann die Zahlen jetzt erstmal weg. Genau, Minus. Junior. Minus. Ich muss das mal finden hier. Das ist ja, alles nicht so einfach. 27.06. Wieso schreiben wir nicht Turnier dahin? Nein, weil ich das so möchte. 20 Punkt. Gibt's ja nicht. Doch, muss es geben. 06 minus Turnier. Immer 27.06. Genau! Das ist echt gutes Deutsch. Jawohl! Und es passt sogar. Ich bin Weltklasse, echt! So, Regeln würde ich mal sagen. Also, ich denke ja persönlich für 150. Ne? Du müsstest mal ein Ladekabel herbeiholen. Klingt das schon wieder? Ja, das ist gut. Also, ich möchte 100 fahren. Wir fahren ohne Teams. Ja, wir fahren ohne Teams, wir fahren... Können Furios fahren. Nein! Doch, Stachipanzer, Blitze! Nein, das ist für das erste Turnier, glaube ich, ein bisschen überfliegen. Okay, nur Karts, weil Bikes finde ich immer blöd. Ja. Steuerungsarten alle, ohne Computer. Oder wollen wir notfalls welche nehmen? Notfalls zum Auffüllen nehmen wir normal. Genau, nehmen wir normal. Das möchten wir jetzt aber nicht täglich, sondern einen festen Zeitraum haben. Richtig, am 27. Jetzt sieht man ja, wann man aufgenommen hat. Ja, ist doch schied egal. Vom 27. zwischen 19 Uhr bis zum 27. bis um 21 Uhr, genau. Oder ich weiß nicht, ob man die ganze Zeit dabei sein muss oder ob man sozusagen
ob das einfach laufen lassen kann dann. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir testen das. Deswegen ist das ja so eine Testing-Session. Genau. Und deswegen machen wir erstmal nur 2 Stunden davon. Ja. Und unbegrenzte Rennen. Also so viel, wie in dieser Zeit halt so sind. Genau. Gegner wechseln wir nicht. Nein. Für alle offen. Für alle. Ja. Aber nur bis, also mindestens mit Rang 9000. Ja, die Armen, die nie mitgemacht haben. Und es dürfen auch alle, also auch wenn ihr jetzt zufälligerweise in Nordkorea sitzt, mitmachen. Ja, das dürft ihr. So, gut, sehr also, schön. Guck mal, wenn wir uns das mal angucken, vom 27.06. 19 Uhr bis zum 27.06. 21 Uhr. Ja. Spielen wir Mario Kart, schreibe eine Begrüßungsnachricht. Nö. Will ich nicht. Ja, jetzt musst du das T finden. Nein, ich dachte, du nimmst nur das nicht. Ach so, nicht. So, wo ist denn das Ausrufezeichen da oben? Warum bin ich nicht? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Also, das ist genau der, der dann dieses Turnier stattfindet. Also, wenn ihr da jetzt findet, will ich nicht, dann seid ihr genau im richtigen. Ich finde genau im richtigen. Also, das ist die Nummer, die wir immer wieder sehen werden, das ist das 3272 3430 45 34. Super, das werde ich wahrscheinlich 27. Das werde ich wahrscheinlich als Thumbnail benutzen. Turnier wurde erstellt, sehr schön. Ja. So, das Turnier steht findet statt, die anderen Dynamite Cup oder was weiß ich. Aha, guck mal, nö, will ich nicht. Ich werde so. Na, wollen wir mal gucken? Ja. Das ist kein Problem, wir haben den Spieler verursacht, süß. Ja, mach mal. Gut. Okay, das heißt, du könntest jetzt das alles nochmal neu durchgehen und einfach umbenennen und du hättest immer noch die gleiche Nummer. Sehr schön. Und wie kann ich das jetzt spielen, damit du, weil du weißt das ja. Ich habe keine Ahnung. Ist der Tag eine Trainingspartie. Ja, komm, lass uns das mal machen. Also sind wir jetzt im Zweispieler-Modus? Ich glaube, wir sind im Zweispieler-Modus. Ja. Ja, wir möchten als teilnehmen. Gut. So, sehr schön. So. Okay, ich nehme dann jetzt mal Baby Rosalina, habe ich noch nie gehabt. Tut mir leid, das ist immer noch das Sofa, weil man muss wissen, heute, ne, wir sind, wie man es ja leider gesehen hat, sind wir Pfingsten, haben wir es aufgenommen. Ja, lustigerweise hatte ich das eigentlich heute gerade so vor, zu sagen, heute machen wir einen Online-Modus im anderen Teil, weißt du? Es ist so unglaublich warm und dann ist auch entsprechend das Sofa ein bisschen rutschig. Es geht. Also nicht, dass ihr denkt, ich hätte irgendwie Blähungen oder so. Nein, du musst jetzt auch noch auf OK drücken, gell? Ja, ich muss mir das mal überlegen. Ich fand aber doch große Rosalina. Let's go! So. Ich nehme das Katzenmobil einfach, weil ich es kann. Diese geilen Beschleunigungswerte an. Ja, so ungefähr sah das bei mir auch aus. Ah, das ist ein tolles Mobil. Pünktchenkart, ja, unbedingt. Absolut, weißt Bescheid. Ja, und auf das wird es dann später hinauslaufen. Also, wenn es auch nur, weiß ich nicht, 3 Teilnehmer sind, sind es halt nur 3 Teilnehmer, ne? Blumengleiter. Süß. Ding. Aber ihr könnt alle an diesem Turnier teilnehmen. Mario Kart TV jetzt. Ja, ihr könnt alle an diesem Turnier teilnehmen. So, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, aus 3 Dingern hier auszuwählen, beziehungsweise zufällig, dann wählt er 1 von diesen 3. Ja, und das ist dann das Trainingsstadion. Ja, nimm doch mal das Mario Kart Stadion. Ja. So. Ach, guck mal, jetzt haben wir beide die gleiche getroffen. Ich ja, sag dann, wünsch uns hallo! Mal. Hallo! Ja, ich darf gar nichts sagen, ich habe leider nur eine Fernbedienung. Wollen wir losgehen? So. Warte, bis jeder Spieler die Wahl getroffen hat. Ja, hat ja aber jeder. Schön. Ich kann dir nichts machen, also. Yeah. Ich auch nicht. Cool. Das beginnt ja schon mal toll. Nein. Jetzt fahren! Vielleicht müssen die Computer auch noch auswählen. Es gibt ja keine Computer. Ja. Wo ist denn diese Sendung? Das erzeugt gar kein Bild mehr hier. Oh. Na gut, okay, dann. Ach, guck mal, hier wieder. Yeah, jetzt hast du sie gefunden. Okay, also generell heißt das. Ja, geh mal zurück.
So, also funktionieren tut es jetzt nicht, schade. Dann hacken wir uns jetzt in ein anderes Turnier ein. Komm, lass uns mal machen. Wie, du willst ein anderes Turnier ein? Ja, natürlich, die sind doch offen. Achso. Nimm irgendeins hier, so. Bitte ein Anfängerrennen. Ich weiß es nicht. Oh, das da. Das da. Das ist hier Let's Play Markus, habe ich schon 20.000 Mal, habe ich ihn schon hier promoted. Mitspielen. Wollen wir? Wir wollen mitspielen, aber das wird richtig heftig gleich. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ich habe es mir schon angeguckt. Ja. So, ich will mit meinem Katzenmobil ganz, ganz dämlich rüberkommen. Du musst noch bestätigen. Ich hab doch bestätigt. Oh, du bist mir einer, ey. So, er sei gegrüßt, wenn er das sich anguckt. Ich glaube eher weniger. Andersrum, ich kann dann als Kommentar unten posten. Ich war dabei. Du kannst das auch machen. Ich war dabei. Wir waren hinten mitgefahren, aber es ist Wurst. Oh, guck mal, den Idioten bei 3 Minuten 44, der ist ja voll ins Nichts gefahren. Ja, was? Der ist ins Nichts gefahren. Schöne Sache. Und der Spaß, den ich auch schon vorhin hatte, die Suche nach Mitspielern ist endlos. Echt jetzt? Ja, teilweise schon. Oh, weiß Bescheid. So, fährt er eigentlich mit? Nö, fährt gerade nicht mit. Schade. Wir haben ja auch nicht. Ja, aber du weißt, ne? Ja, er fährt gerade nicht mit. Das war mein Bein. Also er fährt gerade nicht mit. Was für eine traurig. Oh, Mario Kart TV Live. Cool. Patrick ist Fünfter geworden. Sandra ist Zweiter. Guck mal, Let's Play Markus gibt's auch tatsächlich in Norwegen. Vielleicht gucken irgendwelche Norweger ihn an und dachten sich, boah, geil, Turnier, mal mit. Warum auch nicht, ne? Nee, also, vielleicht haben wir echt das Glück, dass wir dabei sind. Falls nicht, dann ist es so. Er ist Erster geworden, oder auch noch nicht? Noch nicht. Nein, ja, das ist jetzt der aktuelle Zwischenstand. Ja, aber die fahren anscheinend. Ich hab ja überlegt, welchen Charakter fahren die meisten Leute im Online-Modus. Ja, diese komische Metall-Peach finde ich jetzt absolut schwachsinnig. Ich auch. Aber anscheinend. Also, weißt du, hat man so ein Charakterding da von 30 Stück und die Innovation ist Metall-Mario, Rosa-Gold-Peach. Und dann noch tolle neue Babys dazu. Wo ist die Innovation? Das sind jetzt die Kupferdinge und davon hat man gleich 7. Dafür hat man keinen Mini-Bowser mehr. Diddy Kong gibt's nicht. Knochentrocken haben wir auch nicht mehr dabei. Stimmt. Piranha-Pflanze gibt's nicht mehr. Hat man ja auch mal gehabt. Aber das ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, gut, 3 Spiele, ne? Aber. Hier kann man jetzt auch mal umblättern. Adam aus den United States. Of America. Aha. So, endlich durch. Dann können wir jetzt auch mal fahren. Mal gucken, wie schlecht wir uns da anstellen. Ich hab heute herausgefunden, tatsächlich, ich habe einen Wii U seit dem ersten Tag. Ach so, ich kann jetzt nur zwischen diesen aussuchen. Ja, du, nimm doch mal die Wario-Abfahrt, bitte. Nö, ich nimm das da. Oh, du bist doch doof, weißt du das? Ich weiß. Guck mal, die wählen gleich für uns beide auf. Gehen die wieder? Ja. Kein Bock mehr, oder was? Ja, wenn man keine Lust mehr hat, dann geht man einfach, weißt du. Sag doch auch mal was dazu. Sag mal was. Was soll ich denn sagen? Weiß nicht. Ist zu spät. Ach so, ist mir scheißegal. Aber anscheinend fahren einige. Ja, siehst du, es wäre sowieso nicht unsere Strecke. Ja, es wäre sowieso nicht unsere Strecke gewesen. Also von daher. So, wir haben 0 Punkte. Wir sind. Ja, toll, der Player fährt mit. Guck mal, auch alle nur aus Deutschland. Ja, und wir sind aus Schleswig-Holstein. Wir sind aus dem Norden, ole, ola. Oh Gott. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Das wird lustig. Apropos, das wird lustig. Unter welchem Namen wirst du denn online fahren, damit die Leute das wissen? Ganz ehrlich, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich werde mal gucken, ob ich mir auf meiner Wii U nicht noch einen extra LP-Kanal anlege, ja? Username oder halt nicht. Ja. Wir werden hinten mitfahren, das ist ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Alter, toll, ich bin vor dir, das freut mich schon mal sehr. Aber andersrum, das ist ja im Endeffekt ja
das, was ich ja vorausgesagt habe. Es wird nicht unbedingt das Highlight-Rennen gegen uns zu fahren. Noch nicht. Also ich denke mal so in einem Jahr oder so wird's lustig. Was war das denn jetzt? Das war ich. Danke. Bitte. Bin schon Dritter. Bin schon Vierter. So. Ich hab's ja schon geübt hier runter. Oh. Wow. Ah, shit. Nicht gejumpt. Ja, fahr mir vorbei, kannst du ja. Oh, danke. Das solange du es bist, ist mir das Wurst. Weg da, Dennis. Ach, du hast einen Stern. Oh, ich komme hier nicht rum um die Ecke, so. Wie gesagt, wenn du das bist, ist mir das Wurst. Oh, ist auch noch so ein Ding. Ich habe doch gar nicht so recht. Ja, jetzt ist auch wieder vorbei. Das Ding hat mir mehr Unheil gebracht als alles andere, ne? So, Kugel! So, und der zweite Platz ist mir sicher! Komm! Oh! Vierter. Ich bin mal in letzter Sekunde Vierter geworden. Ja. Es macht mich ja wahnsinnig. Toll, 3 Punkte sagenhaft. Ja, toll, ne? Guck mal, Helco soll die was machen. Schöne Sache. Ja. Schöne Sache. Welche wollen wir fahren? Den Disco-Drom? Disco-Drom, ja, wegen den LED-Piranhas. Ja, die LED-Piranhas. Ja, ich auch. Disco-Fieber! Ich würde mich also gerne mal beim Zeitfahren, ne, einfach mal nur vor diese Disco-Dinger setzen, vor diese LED-Piranhas setzen und mal denen ein bisschen zugucken. No, ich wollte gerade... Ein bisschen Rücksicht, bitte. Ja, es tut mir leid. Und Disco? Disco! Disco! Toll, Disco. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen! Disco! Disco! Ich hab gewonnen! Guck mal, du bist auch schon auf Platz 3 in dieser Liste. Nee, Vierter. Und Vierter, weil Patrick wäre Patrick. Ach, hat mehr. Ja, Patrick aus Niedersachsen, wenn der dieses Video angucken sollte, gegrüßt sei er bitte. Hallo, wir machen hier Disco und nicht Hubkonzert. Deswegen, ja, das gehört doch dazu, finde ich. So, das Duell der Rosalinas. Und weg war ich. Ey, warum trägt er mich denn bis zum Ende wieder zurück? Danke. Bitte. Ich finde auch sehr innovativ diese Technik hier, na, von wegen, wir ziehen schicke Linien hinter uns her. Jawohl. Und dieses Ding hier klingt toll. Was ist das denn? Ach, das ist eine Feuerblume. Sammel da doch eine. Gott, was soll ich denn mit sowas wie einem Pilz anfangen? Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht rum. Bin ich auch eben nicht. Also wir stellen uns gerade wie die Volldeppen an, ne? Ja. Oh. Ich glaube, ich werde dann öfter mit Drohnen fahren. Einfach damit die Leute wissen, dass ich gut bin. So. So, und das ist auch bestimmt 150 hier. Wir fahren so flott, das geht. Ich glaub schon. Ich weiß nicht, was Markus eingestellt hat. Siehst du, gerade da ist ja mein Knackpunkt, dass ich da überhaupt nur teilweise begabt bin. Oh, was soll ich denn mit so einem blöden Ding jetzt hier? Das bringt mir hier überhaupt nichts. Also wir sind zumindest deutlich von den anderen entfernt. Wir sind halt zu gut für uns, ne? Ach, das passiert. Ich würde sagen, das passiert. Das ist ja hier ganz entspannt heute. Zweite Nummer. Apropos entspannte Nummer, die Teile werden dann halt genauso geteilt wie beim Oster-Special 2012.
2002. Wollte ich echt sagen schon. Es ist schon so wieder so lange her. 2012. Ja, ich fahre einfach und kommentiere ein bisschen und das war, weiß ich. Weil ich mit so blöden Pilzen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ja, die anderen sind leider schon durch, wir sind noch nicht durch. Oh, ich komme hier nicht rum. Bin ich auch noch über dieses Feld gesprungen? Das gibt's doch nicht. Passiert. Dann spring ich über das Feld rüber. Und im Fall noch davor wieder runter. Ich glaube, es hakt. Das war jetzt unser zweites, ne? Das war jetzt unser zweites. Wir fahren jetzt noch zwei und dann würde ich sagen, war's das. Mach mal so einen Flughafen, bitte. Warum willst du so einen Flughafen? Fehler bei der Datenübertragung. Keine schlechte Idee. Ja, ja, das war's dann ganz. Ach so. Ja, das ist keine Idee. Wie kommt das, dass es eine Datenübertragungsfehler gibt? Internet gerade abgekackt. Ach, Internet abgekackt. Ich guck mal, ob mein Internet abkackt. Nö, eigentlich tendenziell. Na, vielleicht eine Störung oder sowas. Störung? Ja, was weiß ich, dass du mal kurz entverbunden wurdest. Ach du. Oder dass der Server abgestürzt ist. Guck mal gerade bei Vodafone, Quatsch. Hier kann man ja, ich kann ja mein Datenvolumen hier angucken. Ja, ich habe immer noch Datenvolumen. So, mein Datenvolumen hat mir jetzt. Nebenverträge gibt's nicht nur bei RTL. 94%. Das heißt, eigentlich ist nicht am Datenvolumen. Ach, egal, wir machen nächstes Mal weiter mit diesem schönen, schönen Spiel. Online haben wir uns zumindest schon mal blamiert. Nein, wir haben uns nur nicht mit rumbekleckert. Okay, das kann man auch so sagen. Ja. Gut. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein, wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.